So, die Wissenschaftler müssen wir gleich im Auge behalten. Den werden wir ja wohl verhören müssen. Und dazu nicht unbedingt in den Mixer stecken. Sondern einfach hier zum Verhörstuhl. Ja, okay. Unsere Schatzkammer sieht irgendwie nicht so toll aus. Was sagt die andere? Die andere sagt 2/3 Stapel. Ah, da geht doch noch was. Und genau, die Waffen wollten wir auch noch ein wenig anders positionieren. Wir haben hier noch Platz und da noch Platz. Wenn wir allerdings hier jetzt was hinbauen würden, würden wir den ganzen Platz verschwenden. Außer wir machen dann später hier einen Durchbruch. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir eh nicht mehr allzu lange auf dieser Insel bleiben. Also machen wir jetzt hier mal eine ganz kleine Waffenkammer rein. Zwei. So. Dann kommt hier eine Tür hin und hier einmal Gewehre. Das Ganze machen wir hier auch nochmal. Tür, Gewehre. Und warum geht das da nicht? Ha. Oh ja, komisch. Ach so, weil es zu dem anderen Raum gehören würde. Okay. Erstmal bestätigen. Erstmal Dieser bestätigen. Raumentwurf kann nicht gebaut werden. Kann er nicht? Ein Objekt blockiert diesen Raum. Er muss vorübergehend verschoben werden. Ah, da ist ein Lautsprecher. Drehen. Drehen. So, du bewegen einen Schritt nach Das links. Objekt wird in die Dankeschön. Pause versetzt. So, jetzt hätten wir gerne noch eine Waffenkammer. Und zwar hier. Der Raum Fertig. befindet sich im Bau. Auch gleich bauen, Der bitte. Bau des Raums geht weiter. Und noch eine Waffenkammer hier. Sieht zwar jetzt recht wüst aus, aber auf der nächsten Insel werden wir es halt von vornherein schon so mit reinplanen. Dass wir halt mehrere von diesen Miniräumen haben, einmal für Waffen, einmal für Geldkoffer. Und ich hoffe mal, wir haben da genug Platz. Da freue ich mich übrigens schon richtig drauf. Neue Räume wurden in Auftrag Also, gegeben. das ganze Design Der Bau des Raums geht zusammenzubasteln. weiter. Oh, Forschung ist verfügbar. Ah, da unten. Ich kann keine Gegenstände auswählen. Warnung, es wird eingebrochen. Stopp. Wo? Dafür gibt es natürlich keine Nachricht. Oh, wer seid denn ihr? Ach nö, das sind die, die alles kaputt schießen. Ihr werdet doch mal ganz schnell verwirrt. Fünf Stück davon. Oh, weia. Es geht hier wieder ganz schön zu hier. Und die sehen ein bisschen aus wie die blonden Jungs aus XCOM. So, noch irgendwo. Genau, hier sind auch welche. Einbrecher. Ja, ich würde aber gerne wissen, wo der Einbrecher ist. Hat irgendjemand irgendwo irgendwas gestohlen? Ach, er hier. Stopp, stopp, stopp. Nee, den nicht verwirren. Der hat einen Rucksack. Und in dem Rucksack ist dann wohl die falsche Forschungsmaschine drin. Das heißt, der da muss jetzt verschwinden mit seiner Beute. Hoffen wir, dass er nichts anderes Großartiges, Wertvolles mitnimmt. Ja. Na gut, die sind erstmal viel wichtiger. Die sind mitten in unserer Basis. Und wenn sie jetzt anfangen würden zu schießen, das ist nicht gut. Guck nicht dahin. Das könnte ich wütend machen. Komm, 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 komm. Ah, sehr gut. Die hätten nämlich eigentlich richtig schnell sauer werden müssen, aber das Ding ja gestohlen haben. Das ist schon komisch. So, dich Der bauen wir Bau jetzt auch des mal. Raums geht weiter. Ich würde jetzt eigentlich auch ganz gerne auf die Weltkarte gehen. Und dann noch ein paar Missionen erledigen. Aber wir müssen ja auf ihn hier achten. Wir müssen auf die ganzen Spitzel achten, dass sie nicht alles zu Klump schießen. Aber mal ganz kurz müsste eigentlich in Ordnung sein. Und können wir hier noch irgendwas einstellen? Achso, stimmt. Schon wieder fast vergessen. Der Forscher. Du
Verhören. Da. Du verhören. Da. Deswegen können wir nichts erforschen, weil keine Forscher da sind. Die müssen wir später erst noch ausbilden. Apropos ausbilden. Aber wir haben echt zu viel zu tun. Wir werden bestimmt jetzt gleich diese Rattenlabyrinthe. Wandtafel. Techniker können Bauarbeiter mit einigen einfach Grundgesetzen der Mechanik beibringen. Hä? Ich habe doch gerade das andere Ding angeklickt. Die Wandtafel. Ich denke mal, die wird für die Wissenschaftler sein. Aber wir haben nirgendwo Platz dafür. Okay, du weg, du bewegen. Dahin. Hier kommt hier die Wandtafel hin. Was ich aber eigentlich meinte, war das Mauselabyrinth. Da. Mauselabyrinth. Positive Wirkung auf seine Umgebung befindliche Bedienstete, wenn sie die niedlichen kleinen Nager für ein paar Minuten beim Herumtrippen im Labyrinth beobachten können. Ein Mäuselabyrinth kann in einem Ausbildungsraum aufgebaut werden und erhöht die Aufmerksamkeit der Bediensteten in seiner Nähe. Okay, also braucht man das gar nicht zum wirklichen Ausbilden, sondern einfach nur als Belustigung. Okay, stellen wir mal einen hier hin. Irgendwo. Da. Und da. So, jetzt schon noch die Tafel. So. Sehr gut. Forschung ermöglicht Ihnen die Entdeckung neuer nützlicher Objekte, die Sie in Ihrer Basis herstellen können. Wenn Sie eine Datenbank und eine Forschungsmaschine besitzen, werden wissenschaftliche Bedienstete, die nichts Wichtigeres zu tun haben, in Ihrer Basis... Das hatten wir schon. Danke. So, du wirst verhört. Das heißt, wir haben auch bald Wissenschaftler. Was macht der Einbrecher? Du bist so ein Spitzel und du hast einen ganz roten Rahmen. Komm schon, schick den raus. Der Einbrecher. Ist der Einbrecher noch hier? Nee. Oh, sehr gut. Die ganzen Spitzel werden rausgeschmissen. Und bist du der Einbrecher mit dem Rucksack? Ja. Komm schon, du hast deine Beute gemacht. Flieh. Da ist der Hubschrauberlandeplatz. Oh, wir können Wissenschaftler bauen. Sehr schön. Techniker sind wissenschaftliche Bedienstete, die im Kampf zu nichts nütze sind, aber als einzige kaputte oder sabotierte Ausrüstung, zum Beispiel aufgebrochene Sicherheitstüren oder verschlissene Generatoren, wieder instand setzen können. Techniker können außerdem Forschung betreiben, wenn sie erst einmal ein Labor aufgebaut haben und betreiben. Im späteren Verlauf des Spiels stehen ihnen noch bessere wissenschaftliche Bedienstete zur Verfügung. Wow, da hat jemand die Audiospur aber um 10% erhöht, mindestens. Also gut, also brauchen wir nicht wirklich die Wissenschaftler, sondern das machen auch die Techniker? Na gut, aber trotzdem hätte ich gern ein paar. Also davon brauchen wir weniger. Davon brauchen wir mehr. So. Sehr gut. Also wir haben den Professor verhört. Wir bauen jetzt selber, wir bilden jetzt neue Professoren aus. Die Forschungsmaschine, die falsche, wurde geklaut und müsste eigentlich jeden Moment, wenn der Dieb endlich dazu kommt, wegtransportiert werden. Ja, was war noch? Die Waffenkammern wollten wir noch bauen. Sicherheitszentrale, nein. Ich will einfach nur einen Gewehrschrank. Da. Noch ein Gewehrschrank. Da. Tür, da. Tür, da. Und Tür, da. Dann hätte ich gerne noch mal einen Gewehrschrank. Nochmal ein Gewehrschrank und danach Pistolenschränke. Die brauchen wir jetzt nicht so häufig, aber zwischendurch schon. Die gefälschte Forschungsmaschine wurde gestohlen. Gut gemacht. Sehr schön. Oh, was ist das denn da alles? Superplanmaschinerie. Sie brauchen einen Masterplan, bevor Sie eine Endzeitwaffe bauen und die Welt übernehmen können. Erhalten Sie den Bekanntheitsgrad 200. Das dauert noch ein bisschen. Es gibt 3 noch nicht ausgereifte Ansätze zu Endzeitgeräten, aber jeder von ihnen benötigt 3 wichtige Informationen, bevor er weiterverfolgt werden kann. Es gibt viele Wege, an diese Informationen zu kommen. Sie können irgendwo auf der Welt
Herrschaftskarte versteckt sein, als Belohnung am Ende einer Information winken oder sogar von einem eindringlichen feindlichen Agenten mitgebracht werden. Und die haben wir jetzt schon? Also das da könnte der Laser sein, oder ist das ein Motor, der auseinandergenommen wurde? Anklicken kann ich die auch nicht. Na gut, was haben wir hier noch? Beute und Plünderung. Stehlen Sie 4 der 6 Teile der Superbeute, die rund um den Globus verteilt sind. Jede Allianz hat mindestens einen Gegenstand der Superbeute in ihrem Gebiet. Okay, optionale Mission. Das ist immer noch der Totempfahl. Okay, viel zu tun. Wir Sturmgewehrschrank. Oh, Moment mal, was war das gerade? Sturmgewehrschrank. Ich hätte gerne Informationen dazu. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Waffenregale. Hm. Bedienstete haben nicht alle dieselbe Kampfausbildung genossen und müssen den Umgang mit besseren Waffen erst erlernen. Ah, es kann sein, dass unsere Wachen die noch gar nicht benutzen können, sondern erst die Stufe von Wachen kann die Sturmgewehre benutzen. Doppelklick? Nö, keine genauen Informationen. Na gut, dann bauen wir erstmal nur eins davon. Und dann halt hier noch ein so ein Pistolenschrank hin. Handfeuerwaffen. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Jetzt müsste es okay sein. Gut, haben wir jetzt. Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Es sind wieder viel zu viele rote Punkte. Was kommt denn da? Ein Saboteur. Die gehen alle schon nach Hause. Soldaten. Ein schlechter Smash-Soldat. Ja, das kommt davon, wir haben gerade so viel auf der Basis zu tun, dass ich die Weltkarte vollkommen vernachlässige. Und da ist wahrscheinlich jetzt gerade alles kreuz und quer gelaufen. Und wir haben tierisch viel Wut angesammelt. Deswegen lasse ich einfach mal kurz pausiert und gucke auf die Karte. So, die Laser haben wir bekommen. Das ist schon eine ganze Ecke her. Die hat den Eiffelturm stehlen. Ja, das wäre cool. So, du bist tot. Das sind unsere Techniker, die wir überall verstreut hatten. Die Wissenschaftler hatten wir geklaut. Wir haben vergessen, die Jungs abzuziehen. Ist nicht mehr viel von übrig. Oh, wir haben schon 104 Bekanntheitsgrad. Schick. Da ist noch ein Wissenschaftler. Komm schon, stirb schneller. Ich will gucken, was wir alles gefunden haben. So, alles vorbei. Gucken wir ganz kurz an, wie viel Wut wir haben. Blau ist okay, gelb ist okay, grün ist okay, rot ist okay, orange ist vollkommen okay, grün sowieso. Warum kriegen wir dann Soldaten? Verstehe ich nicht ganz. Aber gut, gucken wir uns die hellen Punkte mal an. Wir haben hier Superbeute Eiffelturm. Die Schrumpfkanone wurde als erfolgreichster Verbesserkönig getestet. Also wir schrumpfen den Eiffelturm und stehlen ihn. Das ist doch so richtig stylisch. 4 Techniker, 4 Kammerdiener, 0 Risiko. Warum haben wir so wenig Techniker? Also erstmal ziehen wir die hier alle ab. So. Wir ziehen allgemein mal alle ab und verteilen sie neu. Ist dann etwas einfacher. Ist das da die Bundeslade? Geil. Okay. Ich wollte schon immer mal die Bundeslade stehen. Dann müssen wir sie vor unserem Heer aus Bediensteten hervortragen. Wir werden niemals verlieren können. Oder so ähnlich war das doch. Ah ja, Indiana Jones ist schon cool. So. Ich glaube, das war's. Also, Eiffelturm klauen. Wir brauchen dafür 4 Techniker. Nee. Okay, die 3 schon mal. Dann nochmal 2 extra. Das heißt, wir haben 5. Kammerdiener 4. 1, 2, 3, 4. Und dann noch 2 Wachen dazu. Da es 0 Risiko ist, müsste es reichen. Und wir haben so jetzt schon 11 Leute in dem Land. Das wird sonst mit der Wut zu haarig, wenn wir noch mehr hinschicken. Das ist schon mal okay. So, hier haben wir noch was. Hier haben wir Mumien-Sarkophag. Braucht ebenfalls Techniker. Das ist schade. Der hier braucht nur 8 Wachen. Ist Risiko 1. Das heißt, wir schicken jetzt hier
Ja, wir lassen einfach ein paar da.